Das ist. Also, zweite Jahr im College. Asche? Incredible Saw? Ein Herz? Ach, warte, warte, was war das? Green Day, glaube ich, gell? Das erkenne ich gerade nicht. Ein Elefant, das habe ich auch. Ich weiß gar nicht. Ich kann aber auch von damals welche nehmen, wieder? Nein. Ich bleibe aber immer aktuell mit der neuen Zeit und so. Asche. Emily. Hey Billy. Hallo. Da kommt jetzt nicht mehr viel Freude, ne? Und wie geht's Leben? Es fühlt sich an, als hätten wir lang nicht mehr miteinander gesprochen. was auch immer. Ist gut. Nein, nicht nachfragen. Einfach sagen, ist gut und fertig. Der macht viele Anfänge. Ja, ist fein. Hast du für das Wochenende irgendwie was vor? Warehouse Party? Ja, nein. Just hang out with my friend. Ja, so läuft es. Einfach andere Frau erwähnen. Klingt nach Spaß. Wo ist Emma? Also nur ein Freund ist zu wenig. Man soll schon erwähnen, dass es ein Mädchen ist. Just a girl oder a girl alike? Ich würde sagen, nur ein Mädchen. Das kann trotzdem alles sein, wenn ich dir nicht sage. Also, kann ich auch sagen. Alles offen halten, alles offen. Ja, cool. Ich habe noch nicht gehört, dass du schon mal über sie geredet hast. Wir haben auch ein Jahr nicht miteinander geschrieben. Wie haben wir zwei uns angelernt? Ike hat uns vorgestellt. In der Party oder in der Klasse? Nicht, nee, nee, in der Party. So, man muss ja merken, dass ich rausgehe. So, glaube ich. Ich weiß nicht mehr wirklich. Das ist deine beste Freundin? Hey, klar, sie weiß mich, kennt mich besser als irgendwer. Emily will remember that. Mach doch. Oh, Billy, das klingt so, als würde alles super laufen. Das ist so toll. Und was geht bei dir am Wochenende? Jetzt habe ich dich am Haken. Gibst du mich am Haken? So, Brad und ich wollten uns eine Show angucken. Was, das wird nicht gehen. Wir haben letzte Woche uns getrennt. Oh, das tut mir leid. Er hält meine Dir. Good Prudence. Oh, das tut mir aber leid. Oh, how are you? Ja, wie geht's dir denn so? Scheiß auf dich. Ist okay. Ist nur wirklich komisch. Wir hatten die gleichen Freunde und jetzt halt alles ein bisschen beschießen. Ich fühle mich wirklich alleine, weißt du? Jetzt kommt nämlich der Kniff. Tja, weißt du, ich bin ja noch da. Passt auf, Leute. Ich weiß, danke. Ich fühle mich nur einfach ausgestoßen. Warum hast du Abschluss gemacht? Juckt mich nicht. Das waren schlechte Freunde, stimmt. So, haha, klasse. Einfach so, hey, wie läuft's in der Schule? Das sind scheiß Freunde, sage ich dir. Ohne Spaß. Nicht so wie ich. Ja, ich glaube. Aber das waren meine einzigen Freunde. Pech. Und sie wollen lieber mit Brad befreundet sein. Verstehe ich, du bist echt komisch. Meld dich einfach ein Jahr nicht, nur weil du irgendjemand kennenlernst. Was habe ich falsch gemacht? Oh Mann, ich habe daran zu hören. Du bist so toll. Du, ein toller Mensch, ganz toll. So toll bist du. Jetzt geh mal weiter. Ah, tut mir leid, dass ich so eine Muschi... ups, was steht da? Du bist doch... keine... Was ist denn die perfekte Übersetzung für Miss? So, keine Ahnung. I'll always be here for you. Das hört sich an, als würden wir gleich noch ein Lied dazu singen. Ich interessiere mich für dich. Ich kümmere mich um dich. Ja, machen wir das. It's okay. Du weißt, ich bin da für dich. Danke. Das ist
toll, darüber reden zu können. Ich hatte nicht wirklich die Chance bis jetzt. Ich weiß, du machst das Gleiche für mich. Nicht, du meldest dich mich an, ja nicht. Aber egal, lügen. Bis du einen Stich kriegst. So. Ah, das ist jedenfalls Frage. Sie hat Angst, dass ich sie danach hasse. Versprichst du mir, dass ich dich nicht hasse? Frag mich einfach, du dumme Bitch. Ja. Party. Ja, ja, wir sind auf jeden Fall spazieren gegangen. Ich erinnere mich total dran. Ja, dann waren wir am Spielplatz für ein bisschen und haben uns da hingelegt und haben uns die Sterne angeguckt. Was sind wir für eine Schwuchtel? Warum hast du mich nicht geküsst? Ich wusste nicht, dass du dich wollte ich. Ich wundere mich, wie wären die Sachen gelaufen, wenn du es gemacht hättest. Ich weiß, es ist ein bisschen dumm. Ja. Ich wünschte, ich hätte dich geküsst. Nein. Ja, ich wundere mich auch, wie das gelaufen ist. Guck, genau das. Bitch, warum sagst du nicht, was du willst? Genau das habe ich geschrieben. So, hey, ich habe eine Idee. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt bestimmt was gut. Vielleicht sollte ich dich dieses Wochenende treffen kommen. Ich könnte wirklich ein bisschen Zeit weg von dieser Schule gebrauchen. Wir haben immer gesagt, wir sollten uns aneinander treffen. Was sagst du? Keine gute Idee, solange es nur als Freund ist. Ha ja, komm her! Ich muss nur die andere kurz rauswerfen. I would love to see you. Ja, übertreib doch nicht. Right. Oh man, ich bin wirklich, wirklich aufgeregt. Was sind deine Pläne, Emma? Ich erkläre dir das. Ich soll meine erste Freundin. Hallo. Okay. Ich will nur nicht alles kaputt machen. Kaputt kann man das machen. Ja. Was soll man das diese Woche machen? Achso, was sollen wir machen? Hangout my dog? Das ist zu auffällig. Gottes Party, ist das schon? Ja, Party. Ja. Soll ich Alkohol bringen? Ich habe kein Problem. Von wegen, ich brauche keine. Das habe ich gar nicht vorgelesen. Das ist ein beschissen. Von der Party gehen. Ey, ich brauche keinen Alkohol. Ich habe mein Wasser dabei. Ah, ich bin so aufgeregt, dass wir uns endlich wieder treffen. Oh Mann. Ich muss eigentlich gehen. Also, wir sehen uns am Wochenende, oder? Ja. So. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss, Emily. Bis dann. Chapter 4. Oh je. Okay, Sin City ist cool. Nein. MC? Motorradclub oder Model? Nee, Model Corbett aber nicht mit C. Nein. Ach, Batman. Batman gewinnt eigentlich immer. Okay. Hi. Yo. Hallo. Ey, das ist übel lang her, dass wir geredet haben. Was auch immer. Das ist okay. Wir hatten uns viel durchgemacht. Wie zum Beispiel. Ja, die hat immer irgendwas, oder? So haben so. Ist ja ein bisschen Zeug, was ich dann. Ja, was. So, Listen. Ich hab gehofft, wir könnten nur was reden. Ja, klar. Quatsch los. Was geht? Also alle mit Zusatzzeichen so schreiben. Fühlt sich an, als wären Sachen komisch zwischen uns. Fühlt sich bei dir auch so? Nö,
kommt mir nicht so vor. Alles gut. Hab nur einmal eingedippt, alles gut. Lässt mir auf. Juch, das ist ein Jahr her. Seitdem ich gekommen bin. Nach einem Jahr traust du sich auch was zu sagen. Sei bitte ehrlich mit mir. Hast du geplant, dass wir. Schnickschnack? Ich hab gehofft, das ist Hoffnung. Weißt du, Hoffnung ist ja nichts Böses. Sieht so geplant aus. Ich meine, eine Party ist jede Nacht. Und beide haben viel getrunken. Wolltest du, dass wir wirklich betrunken sind? Nein, natürlich nicht. Wollt ja nicht, dass. Wollt ja schon, dass du dich noch bewegen kannst. I don't. Was war I don't? Nein, mach das weg! Mach das. Lösch das! Ich weiß, es ist nur. Ich weiß auch nicht. Ja, okay, wir beide wissen nichts, wir sind alle dumm. Wolltest du nicht? Hast du eine schlechte Zeit? Habe ich irgendwas falsch? Als ob du nicht, wolltest du nicht? Komm, gib's so, du wolltest schon einmal geht. No, at least I thought I did. Was? Ja. Was? Anders als was? Wie die Sachen davor waren, es fühlt sich jetzt alles anders an. Also sollen wir immer noch Kontakt miteinander haben? Junge, Junge, du bist viel, viel zu anstrengend. 4 Jahre, nur einmal irgendwas und dann. Ich glaube, ich denk mal. Was? Tut mir leid. Sachen sind nur wirklich alles ziemlich komisch. Danke, dass man über alles redet, es war so nervig. So nervig. Kein Problem, Reich. Kein Problem. Wie läuft die Schule und alles? Das ist alles gut. Alles beim Alten. How's your friend Mike? Dem geht's okay. Er nimmt das ernster in der Schule und so. Was geht bei Emma so? Ich würde sagen, ab und zu machen wir noch was, aber jetzt. Ist sie nur ein Freund oder. Phil? Ich habe nicht geschrieben, I don't. Schreib doch das, was ich sagen wollte. Immer ein oder was ist ein Idiot. Okay. Tut mir leid. Ich kann es gerade nicht machen. Was? Was stimmt nicht bei dir? Reden ist zu hart? Ja, das ist echt gerade. Ich muss bald gehen. Können wir später nochmal reden? Okay, bye. Tschüss. So ein. Das gibt's auch noch. Oh. Ist die anstrengend. Sehen wir ja. Kommt schon. Was geht hier jetzt? Oh ja, 300. Auf jeden Fall. Bam.
jetzt? Ich will die nicht anschalten, ich warte. Ich muss mir ein bisschen meine Bilder ändern. Ups. So rum ist viel schöner als anders, so merke ich gerade. Ich glaube, wir machen so rum weiter. Nein. Ich will die jetzt. Howdy. Die brauchen immer einen Punkt dahin. Verstehe ich nicht. Hey, Billy. How it's shaking. Hätte ich einen auf cool, wisst ihr? Ist gut. Wie geht's dir? Bei mir ist eigentlich alles ganz gut, ganz gut. Oh Gott. Guck mal, die will doch gar nicht schreiben. Die hat hier nur aus Höflichkeit oben einmal gefragt, so wie geht's dir? Und jetzt stellt sie gar keine Gegenfrage mehr. Das ist keine Unterhaltung. Wie geht's in der Schule? Und vor allem, wir wiederholen einfach nochmal, was die immer gefragt hat. Alles ist wirklich gut. Guck, die will nicht. Ach, komm, das ist so traurig. Ich sehe schon, dass sie das nicht will. Das heißt, alle Fragen, die wir jetzt stellen, ist eh bescheuert. Also, Wochenende. Ach, das ist so dumm. Oh, sie hat keine Pläne. Brad und sie gehen vielleicht zum Konzert oder so. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir sind wieder zusammen. Das ist aber schön für dich. Ist gelogen. Okay, danke. Was geht's? Stehst du immer noch auf Emma? Well, she told me. Sie hat gesagt, dass ich es immer komisch fand, dass du mich besucht hast. Jetzt habe ich schlecht gewissen, wegen dir. Oh, es tut mir leid. Das Schiff. Also so gesehen, dein Zug ist abgefahren. Na ja, Gold, fast vorüber. Du musst es vermissen. Kannst du glauben, dass wir fast erwachsen sind? Naja, sie nicht wirklich. Es ist vorbeigeflogen. Oder meinst du? Ja, ich gehe, glaube ich, mit. Hey, glaubst du, dass wir Erwachsene sind? Es kommt nicht total erwachsen, wenn man so redet. Nee, hey, ich bin weiter erwachsen. Nee. Nee. Es fühlt sich gar. Was? Das hat jetzt irgendwie die falsche Antwort zu gesehen genommen, weil da konnte man doch sagen, hey, das ist vorbeigeflogen. Nee, es hat sich echt nicht angefühlt wie 4 Jahre. Das macht gar keinen. Vermisst du die Highschool? Nein. We had some good time. Ja, wir hatten ganz tolle, früher war alles viel besser. Ja, ja. Mag nicht. An die Vergangenheit denken. Oh, klar. Bitch. Lass mich. Bitch. Ich bin noch müde, mich an die Vergangenheit zu erinnern. Hast du noch irgendwas Großes vor? Also, wahrscheinlich für die Uni-Projects. Machen wir fast fertig, ja. Was geht im Sommer? Sollen wir mal nicht mal an den Strand zusammen gehen? FKK. Oh, ich chill gerade noch mit Brad. Versuche einen Job zu finden. Wie ging das? Was ging in deiner Woche? Letzte Woche in den. Wir über Sachen reden. Okay, was ging letztes Wochenende? Arbeiten und Zeug. Was machst du gerade? Das ist doch eine Farce. Junge, das ist, entwickelt sich ganz schön anstrengend, hier mit dieser Frau zu reden. Hausaufgaben. Okay, ich glaube,
ich gehe. So, fertig. Ah. Das war doch richtig unnötig, dieses Gespräch. Will ich gleich aufhören, nur weil ich nicht online bin. Also, das war's. Ich hab das... Ich weiß nicht, ob das gut, schlecht, mittel war. Also, aber lustig war's. Ich glaube, es gibt verschiedene Enden. Deswegen werde ich das jetzt gleich nochmal spielen. Und vielleicht so absichtlich mal versuchen, so ein Weichei zu sein oder richtig arschig, immer so, ja, yeah, mir doch egal. Nee. Also nicht arschig, sondern eher eine Heulsuse. Ja, das werden wir jetzt versuchen. Trotzdem, wenn euch das so gefallen hat, könnt ihr das gerne unten hinschreiben oder sagen, was euch nicht gefallen hat. Das Spiel gibt es kostenlos im Steam. Ich werde mal gucken, dass ich unten irgendeinen Link reinpacke. Könnt ihr dann einfach nachschauen. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ich das hier wahrscheinlich nochmal starte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.